Ja, hallo ihr Lieben. Heute geht es mal um alte Küchengeräte und was man damit machen kann. Ich habe hier so ein Twist-Off-Glas und ihr kennt das sicherlich, wenn man die aufmacht, dann, ja, dann hat man dieses Knacken. Nicht? Das ist jetzt natürlich nicht, ist ja klar. Und früher gab es solche Vakuumglocken. Ich hoffe, die ist jetzt ganz im Bild. Und mit diesen Vakuumglocken konnte man, wie gesagt, ein Vakuum ziehen und solche Gläser dann auch verschließen. So war man dann auch in der Möglichkeit, dass man Lebensmittel, die man eben nicht kochen konnte, trotzdem vakuumieren konnte, was die Haltbarkeit enorm erhöht hat. Einige von euch werden mit Sicherheit diese Geräte auch aus der Schule kennen, weil da gab es ähnliche für Schulversuche. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe hier einen Apfel reingetan und werde jetzt mal dieses Glas zumachen. Mit ein bisschen Arbeit verbunden, weil diese Glocke hat halt eine Handpumpe. Ich weiß gar nicht, ob es die früher auch schon mit Elektropumpe gab. Ich vermute mal ja. Ähnliche Geräte gibt es auch heute noch zu kaufen. So, jetzt habe ich einen Unterdruck in der Glocke erzeugt. Ihr seht das, die Glocke ist fest verschlossen. Und ich zoome jetzt mal ein bisschen dichter ran. Jetzt lasse ich über das Ventil wieder Luft rein. Das heißt, ich stelle einen Druckausgleich her. Und achtet mal auf den Deckel, der sollte jetzt sich nach unten wölben. Ich hoffe, ihr konntet das sehen, denn das bedeutet nichts anderes, als dass das Glas jetzt verschlossen ist, dass wir da ein Vakuum drin haben. Und das hört ihr jetzt auch, wenn wir den Deckel wieder aufmachen. Und so hat man nicht nur solche Gläser, sondern auch die Gläser mit dem Gummideckel, die Gläser mit dem Gummiring und dem Glasdeckel, die Einkochgläser vakuumieren können und viele Sachen über längeren Zeitraum haltbar gemacht. Als nächstes altes Küchengerät werde ich euch zeigen, was es hiermit auf sich hat. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen rätseln bis zum nächsten Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, es war ja sehr kurz, dann wäre schön, ihr lasst mir einen Kommentar da oder auch einen Daumen hoch. Und vielleicht abonniert ihr ja auch den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und dann sehen wir uns vielleicht beim der nächsten Videos auch schon wieder. Macht es gut, bis dann!